Hallo, ich bin Mahsan. Ich studiere Elektrotechnik an der Leibniz-Universität Hannover. Auf meiner Tour durch die Fakultät besuche ich heute den Lubutz. Ihr könnt gespannt sein. Kommt mal mit. Jetzt treffe ich mich mit Patrick und Leon. Die beiden studieren Mechatronik und gehören zu dem Team der Lubutz. Hallo. Hi, hallo Mahsan. Willkommen bei den Lubutz im Labor. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, ich führe dich aber eben einmal kurz rum. Ja. Hier ist unser Konferenztisch. Hier sind so unsere CAD, Software und Strategiearbeitsplätze. Hier kommen wir auch schon in die Werkstatt, wo vor allem unsere Elektronik und unsere Hardware am Arbeiten ist. Und da ist auch schon Patrick. Hallo Patrick. Schon fleißig am Arbeiten. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ja, im Lubutz Soccer Team sind wir aktuell 25 Vollmitglieder. Wir haben da so eine kleine Unterscheidung. Immer wenn wir Werbung machen, immer zu Anfang des Semesters, kommen natürlich viele Interessenten, die sich die Lubutz einfach mal angucken wollen. Vollmitglied wird man halt erst, wenn man schon ein bisschen da ist und wenn man auch gesagt hat, okay, ich möchte auf jeden Fall voll bei euch mitmachen. Sind alle Mitglieder Studenten? Bei uns sind alle Mitglieder Studenten an der Leibniz-Universität Hannover, ja. Und was studiert ihr? Wir studieren, also es gibt ganz viele unterschiedliche Studiengänge, die wir haben. Also wir haben von Mechatronikern über technische Informatik bis hin zu Wirtschaftswissenschaften eigentlich alles vertreten. Wie sieht so ein Roboter aus? Ja, tendenziell eher zylindrisch, aber das schauen wir uns im Detail an. Max kann uns das besser erzählen. Max, möchtest du mal eben kommen? Ja, hallo. Kannst du uns bitte mal sagen, wie ist dein Roboter aufgebaut? Ja, also wir haben natürlich von außen, was man am besten sieht, die Hülle. Und da oben drauf sind so Punkte, damit die Kamera den Roboter tracken kann. Aber das Wichtige ist eigentlich unter der Hülle. Und da sehen wir ganz viele Komponenten. Zum einen haben wir vorne den Dribbler, der wird benutzt, um den Ball festzuhalten, indem sich hier so eine Rolle dreht. Dann haben wir in Kombination damit auch den Kicker, der dafür benutzt wird, um den Ball wegzuschießen. Dann haben wir natürlich auch Räder, die sind sogar speziell, die sind omnidirektional, das heißt, damit kann man in alle Richtungen fahren. Und obendrauf haben wir dann eigentlich die ganze Steuerung davon, da haben wir ganz viel Kabel. Die Motorsteuerung, die Kickersteuerung, die Dribblersteuerung und natürlich auch die Kommunikation mit dem Server. Und kann der Roboter jetzt den Ball wegkicken? Genau, der liegt dann hier vorne im Dribbler drin und wird dann mit einer Spule weggekickt. Okay. Und kann man die Stärkung davon auch steuern? Genau, die Stärke davon kann kontrolliert werden. Wir dürfen auch nur 6,5 Meter pro Sekunde schießen den Ball. Das sieht aber so kompliziert aus. Baut ihr das alles zusammen oder kauft ihr das? An dem Roboter ist das meiste selbst gemacht. Zum Beispiel die Räder haben wir selber gefräst und zusammengebaut. Wir designen alles auch selber und wir bauen das meiste auch selber zusammen. Natürlich so Platinen bestellen wir zum Beispiel. Aber die ganzen Platinen sind von uns selber auch designt, zusammengebaut. Genau, und zum Beispiel hier der Motor für den Dribbler, der ist ein gewöhnlicher Drohnenmotor, aber wir benutzen den halt hier für den Dribbler. Genau. Wie viele Roboter habt ihr? Also aktuell und auf dem letzten Wettbewerb hatten wir 8 Roboter. Wir planen jetzt noch 2 weitere zu bauen. Und was kostet so ein Roboter? Oh, so, wenn man die Materialkosten und alles ein bisschen mal hochrechnet, kommen wir, glaube ich, schon so auf 2.500 Euro pro Roboter. Sind alle Roboter identisch ausgestattet? Ja, alle Roboter sind identisch ausgestattet. Also wirklich jeder Roboter ist baugleich mit dem anderen. Vielleicht ist mal ein Kabel anders verlegt, okay. Aber das sind alles dieselben Roboter. Verhalten Sie alle Roboter auf dem Platz gleich? Tendenziell schon. Es gibt einen Torwart, aber sonst, wie Leon schon sagt, sind alle Roboter baugleich. Und kooperieren diese Roboter bei dem Spiel? Eigentlich schon, ja. Am Spielfeldrand wird ein Server die Befehle für den Roboter geben und deswegen kooperieren die quasi über einen zentralen Punkt. Und was sind die Stärken der Roboter? Die Stärken, glaube ich, bei unseren Robotern ist die ausgesprochen robuste Hardware, würde ich sagen. Und was sind die Schwächen davon? Die Software ist noch ausbaufähig. Das ist, glaube ich, unsere größte Schwäche momentan.
Aber da sind wir momentan dran, dass wir das in den Griff kriegen und das sollte eigentlich auch bis zur nächsten Weltmeisterschaft passen. Was hat das hier mit eurem Studium zu tun? Das hat eigentlich relativ viel zu tun. Gerade bei mir als Mechatroniker ist es halt gerade die Disziplin Robotik sehr stark mit dem Studium verknüpft. Wie oft trifft ihr euch? Also mehr oder weniger verpflichtend treffen wir uns zweimal in der Woche. Also wir haben immer einmal in der Woche ein Teamtreffen, wo so organisatorische Sachen geregelt werden. Und jede Abteilung, also wir sind so grob in Software, Elektronik, Hardware und Organisation eingeteilt. Da trifft man sich in der Regel auch einmal in der Woche. Könnt ihr alle das Gleiche oder habt ihr irgendwelche besondere Schwerpunkte? Ich glaube, das ist gerade das Interessante bei uns. Wir haben so viele verschiedene Disziplinen, die wir abdecken mit den ganzen Mitgliedern. Und das ist, glaube ich, das Tolle, was uns auch auszeichnet. Was muss man können, um hier mitzumachen? Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Also wir sagen immer, dass man keine Vorkenntnisse braucht, um bei den Lubitz anzufangen. Alles, was man bei uns machen möchte oder so, erlernt man auch mit der Zeit. Eine gewisse Eigeninitiative ist natürlich irgendwie gefordert. Aber ich würde sagen, wir haben ein paar neue Mitglieder hier, die wirklich auch sehr frisch erst dabei sind. Die können gerne mal ein bisschen selber davon erzählen, wie ihnen der Start so bei den Lubitz geglückt ist. Moin. Hallo. Hallo. Du bist also ein neues Mitglied bei den Lubitz. Wie bist du auf den Lubitz aufmerksam geworden? Eigentlich ziemlich überall. Also sie haben überall Werbung gemacht, in den Vorlesungen waren sie vertreten, haben da ein wenig erzählt und auch beim Kickoff. Darf ich fragen, in welchem Semester bist du jetzt? Ich bin im ersten Semester Informatik. Wie bist du darauf aufmerksam geworden, zu einem studentischen Team wie Lubitz zu kommen? Naja, was mir direkt aufgefallen hat, ist in den ersten Vorlesungen bei uns, ist halt, dass bei uns sehr viel die Praxis fehlt. Und ich dachte mir, ich könnte hier auch herkommen und sehr viel Praxis machen und auch direkt zu sehen, wie diese Sachen sich umsetzen. Darf ich wissen, in welchem Semester bist du jetzt? Ich studiere Technische Informatik im siebten Semester gerade. Mhm. Und wie gefällt es dir bisher den Lubitz? Ich muss sagen, das ist bisher finde ich das komplett perfekt. Also es macht sehr viel Spaß. Es fühlt sich tatsächlich wie eine Gruppe. Und ich muss auch sagen, es ist einfach erstaunlich, wie viele Geräte es hier im Labor gibt. Also wir haben auch eine Vakuumpumpe zum Beispiel. Du bist also ein neues Mitglied bei den Lubitz. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich bin damals tatsächlich über andere Mitstudierende auf die Lubitz aufmerksam geworden, die mir halt von dem Team erzählt haben und von der tollen Atmosphäre. Und da wollte ich dann auch einfach mit dabei sein. Darf ich wissen, in welchem Semester bist du? Ich bin im fünften Semester. Und welche Aufgaben hast du bisher erledigt? Nach einer relativ ausführlichen Einführung in die verschiedenen Programme, die wir benutzt haben und auch in den 3D-Druck, habe ich mir ein Thema ausgesucht, was mich sehr interessiert hat. Das habe ich auch mal mitgebracht. Hier ja, auf unserem Roboter haben wir nämlich so, wenn wir ein Spiel haben, dass wir dann während des Spiels auch teilweise unsere Teamfarben auswechseln müssen. Das sind hier oben die Punkte, die wir haben. Und dass wir dann tatsächlich mit dieser kleinen Gerätschaft, die wir selber gebaut haben, dann unsere Platte austauschen können, damit das Ganze es einfach viel schneller macht und für uns auch einfacher. Und wie gefällt es dir bisher bei den Lubitz? Mir gefällt es bei den Lubitz sehr gut. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und finde die Teamatmosphäre sehr schön und habe auch schon sehr viel gelernt. Wie wird gespielt? Also die Liga, in der wir teilnehmen, ist in zwei Divisionen unterteilt. Da haben wir einmal eine größere Division, das ist die Division A, und eine kleinere Division. Vor allem für neue Teams ist das ganz interessant, das ist die Division B. Wir spielen aktuell auch in der Division B und da spielen wir 6 gegen 6, also 6 Roboter gegen 6 gegnerische Roboter auf einem 9x12 Meter großen Feld. Und was sind die Regeln? Also die Regeln sind denen des eigentlichen Fußballs eigentlich relativ ähnlich. Also es gibt schon Überschneidungen, es gibt 2 Tore, es gibt einen Ball, es gibt 2 Mannschaften. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht, so in wirklich das Regelwerk, so abseits oder so, gibt das alles bei uns nicht. Dafür gibt es bei uns spezifische andere Regeln. Es gibt spezielle Anforderungen, die die Roboter erfüllen müssen. Gibt es bei euch auch Weltmeisterschaften? Es gibt eine Weltmeisterschaft, das ist der RoboCup. Und da treten wir in der Liga Small Size League an und ja, letztes Jahr waren wir in Thailand dabei beim RoboCup, haben sogar den 3. Platz gemacht. Und wo trifft ihr euch normalerweise mit anderen Gruppen? Generell ist das durch Corona ein bisschen schwierig gewesen die letzten paar Jahre und weil wir auch erst 2019 mit unserem Team Soccer begonnen haben, war es auch ein bisschen schwierig, da überhaupt erstmal was auf die Beine zu stellen, um einen fahrenden Roboter zu haben.
Deswegen haben wir uns bisher noch gar nicht mit anderen Teams getroffen, außer halt beim RoboCup. Aber wir wollen jetzt 2023 uns mit anderen deutschen Teams noch treffen zu einem Testspiel und ja, hoffen wir auf ein paar gute Erfahrungsaustausche. Und worauf kommt es an, wenn man gewinnen will? Generell ist es dadurch, dass die Roboter baulich so beschränkt sind, kommt es dann hinterher eigentlich eher auf die Software an, was dann den Spiel aus, beziehungsweise den Unterschied zwischen guten Spieler und schlechten Spieler ausmacht, oder guten Team und schlechten Team. Also Software ist entscheidend für den Gewinnen und dann die erfolgreichen Teams haben bessere Software oder wie ist das dann? Da sollten wir vielleicht auch noch so ein bisschen unterscheiden zwischen Software und der Strategie. Ich würde behaupten, dass Spiel entscheidender, sag ich mal, die Strategie ist. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Hardware bei beiden Teams läuft und die Software auch keine großen Bugs schmeißt, dann kommt es natürlich schon auf die bessere Strategie an, wie es im echten Fußball ja auch ist. Ne? Wer mehr Tore schießt, der gewinnt halt. Wie sieht das Training aus? Lernen die Roboter durch Übung? Lustigerweise kann man das auch mit Training vergleichen. Wir wollen jetzt in Zukunft eine Strategie, die Strategieentscheidung von einer KI treffen lassen. Aber dazu kann Max uns gleich noch mehr zu erzählen. Da gehen wir am besten mal rüber. Ja, gerne. Hallo. Hallo. Ich bin Mahsan. Was machst du gerade? Wir beschäftigen uns hier mit der Strategie und ich überlege gerade verschiedene Spielzüge, die man unter speziellen Situationen durchführen kann. In der Vergangenheit lief das eigentlich immer so ab. Wir haben uns quasi, wie ich das hier mache, manuell überlegt, unter welchen Umständen ein Roboter welche Aktionen ausführen kann. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie dass wir einen Fall haben, dass Gegner versuchen, hier Bälle untereinander zu passen und wir das natürlich verhindern wollen, indem wir zum Beispiel Abfangmanöver ausführen. Inzwischen möchten wir allerdings ein bisschen von diesem Ansatz weggehen und versuchen eher in den Bereich Machine Learning zu gehen. Das heißt in diesem Fall, dass die Roboter so etwas selbstständig lernen, indem sie einfach Tausende oder Millionen Mal gegen sich selber spielen. Und wie sieht das Training aus? Beim Training baut man sich erstmal verschiedene Szenarien auf. Das kann zum Beispiel sein, dass man 20 Sekunden eines Spiels simuliert und das Ganze dann tausende Male, Millionen Male mit kleineren Variationen durchspielen, um damit dann einen Action- und Zustandsraum aufzubauen, aus dem wir uns dann ableiten können, wann welche Aktion am besten ist. Also gibt es dann Anfänger und erfahrene Spieler, oder? Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, dass erstmal alle Roboter sehr dumm starten. Die haben am Anfang noch überhaupt gar keine Ahnung. Sie wissen einfach nur, okay, ich kann mich prinzipiell bewegen oder ich kann prinzipiell einen Gegner blocken. Aber sie wissen noch nicht, unter welchen Umständen sie das tun sollten. Das ist etwas, das lernen sie erst im Laufe des Trainingsprozesses. Ja, interessant. Aber ein großes Thema, die Kooperation von Menschen mit Robotern. Könnte es sein, dass in Zukunft sehen wir Menschen und Roboter gleichzeitig auf einem Feld? Ich würde sagen, bei uns in der Liga ist es eher unwahrscheinlich, weil wir nur so einen kleinen Golfball haben als Spielelement. Aber es gibt sogar beim RoboCup eine andere Liga, Midsize League heißt sie. Die haben ein bisschen größere Roboter und die spielen mit einem wirklich richtigen Fußball. Und da treten sogar schon Fußballer, beziehungsweise, was heißt Fußballer, aber treten halt Menschen gegen Roboter an. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Humanoid League, wo dann wirklich die Kinematik von den Robotern menschlich ist. Aber es ist echt eine interessante Frage und es wäre echt, glaube ich, eine coole Sache mal zu sehen, Roboter gegen Menschen Fußball spielen zu sehen. Ja, mal sehen, was in Zukunft passiert. Ja, Mahsan, jetzt haben wir dir ja heute schon erklärt, wie die Roboter so grundlegend funktionieren und wie die aufgebaut sind. Möchtest du den mal nehmen? Ja, gerne. Ich hole einen Akku und wir gehen rüber. Wir haben ein Spielfeld aufgebaut, dann kannst du die Roboter mal in Action sehen. Ja, freue ich mich darauf. Sehr gut.
ein verrücktes Hobby, wie es scheint. Aber wir haben gesehen, das ist kompliziert, aber auch faszinierend. Diese kleinen Maschinen zum Leben zu erwecken und ihnen etwas beizubringen. So Leute, das war's für heute. Wir sehen uns bald auf der nächsten Tour. Bis dahin, macht's gut.